sagt mehr als 1000 Worte. Und das war heute so schön, da waren Bilder, das waren Porträts, da hast du den Menschen gesehen, den du nicht kennst, und du hast die Geschichte gesehen. Du hast die Geschichte rauslesen können. Und das finde ich ganz toll, weil es gibt super viele schöne Bilder, aber die Geschichten dahinter, und da sind einige tolle dabei, ohne vorauszunehmen, wie wir gewotet haben. Ein Bild, das mich sehr berührt hat, ich weiß nicht, ob es jetzt auch wirklich auf der Shortlist ist, es, wie weit es nach vorne rutscht, das war ein Bild zum Thema Porträts. Da ging es um einen Vater, der sterbenskrank ist und noch die Tochter, die Hochzeit seiner Tochter erleben will. Und da hatten wir ein Bild, fand ich ganz faszinierend. Aber es ist fast gemein, das herauszugreifen. Es waren ganz viele andere tolle Bilder, also jetzt zum Beispiel diese Müllkinder. Also wirklich, es ist super, super schwer gefallen. Deshalb hat es auch ein bisschen gedauert, das Bild auszusuchen, weil einfach ist es nicht gewesen. Also wir hatten eines, ohne zu sagen, wer es war, der hat zeigen wollen am Ende des Tages, dass Technik heute immer kleiner wird. Und das wurde dann genannt, irgendetwas mit Punkti-Punkti geschrumpft. Und da hat man dann einfach gesehen, wie viel kleiner es heute ist. Zusammengefasst fand ich für mich jetzt, ab einem gewissen Alter nicht so 100% technikaffin, super schönes Bild, um das rüberzubringen. Gerade Technik.